Seid gegrüßt, liebe Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Heute natürlich mal wieder, wie sollte es auch anders sein, im Jahr 2020 auf YouTube zu einem eher traurigen und denkwürdigen Anlass. Denn die Zensur auf YouTube, die ich in meinem ersten Video bereits angesprochen habe, die nimmt immer weitere Ausmaße an und hat sein nächstes Opfer gefordert. Vor einigen Wochen, das werdet ihr sicherlich mitbekommen haben, beziehungsweise die meisten von euch, hat es ja schon den Kanal von Incognito, aka Affenpo, aka Spendenpo, aka Incognito Spastico getroffen, der jetzt auf seinem Zweitkanal sozusagen weitermacht. Jetzt gibt es allerdings das nächste Opfer der Zensur. Ja, also viele haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Max oder beziehungsweise Adlerson ist komplett von YouTube gelöscht worden. Alle drei Kanäle, Adlerson Pictures, Adlerson Review und Adlerson 3 wurden gestern aus heiterem Himmel gelöscht. Er hat gesagt, also ich weiß nicht, ob er es öffentlich gesagt hat, aber wir haben halt eine private WhatsApp-Gruppe, wo eigentlich alle drin sind, die man vom YouTube-Game kennt. Da hat er auf jeden Fall geäußert, dass der Kanal, soweit ich weiß, vollkommen im Normalzustand war, also keine Strikes. Das letzte Video, wo Schuhe verbrannt wurden, ich meine, ja gut, man muss das jetzt nicht mögen, aber verdammt normal, was ist an Schuhe verbrennen so verfickt schlimm? Daraufhin wurde der Kanal einfach gelöscht. Und jetzt bei Max ist es ebenfalls der Fall. Der Kanal wurde aus heiterem Himmel ohne Strikes einfach gelöscht. Das Krasse dabei ist, dass es sich direkt um alle drei Kanäle handelt. Weil es gibt ja den Review-Kanal, wo jeder weiß, da wird reviewed. Da werden verdammte Deluxe-Boxen ausgepackt oder sonst irgendwelcher China-Kram. Aber verdammt nochmal, da ist ja nichts Verwerfliches. Was soll denn da bitte hochgeladen worden sein, was angeblich jetzt gegen den Schutz von Kindern oder was weiß ich, worauf YouTube sich da einfingert, verstoßen haben soll. Es macht einfach keinen Sinn. Adlerson 3, gut, da kam halt so, ja, ich glaube, sogar die alten Videos wurden da hochgeladen. Das könnte natürlich dazu beitragen, dass der Kanal dann gelöscht wird, weil ihr kennt die neuen Community-Richtlinien von YouTube. Aber trotzdem, es ist eine Schande. Da einfach so, ich verfolge Adlerson ja schon, also ich kenne ihn schon auch persönlich seit jetzt ungefähr 7 Jahren. Und seit 7 Jahren ungefähr, oder 6, ich weiß es nicht, so um den Dreh jedenfalls, verfolge ich diese Videos und sind diese Videos ein Teil meines Lebens, die ich jede Woche schaue, mehr oder weniger. Und das seit verfickten 7 Jahren. Und das kann ja jetzt nicht einfach weg sein. Ich meine, bei Incognito ist es ja schon eingeschränkt. Und wenn das jetzt auch noch wegfällt, Alter, YouTube zerstört sich selber. Es ist Fakt. Und es ist auch Fakt, dass YouTube immer labiler wird. Und es ist auch Fakt, dass man eigentlich eine Alternativplattform zu YouTube braucht. Leider gibt es da nicht wirklich viel. Es gibt BitChute, das mag vielleicht einigen von euch ein Begriff sein, aber das ist halt totaler Rotz. Ja, es gibt da keine funktionierende App, alles ist auf Englisch. Es ist so wie YouTube in der Beta-Version. Also es ist eigentlich kompletter Rotz. Es wäre allerdings wirklich höchste Zeit, endlich mal eine Plattform zu gründen, die YouTube ernsthaft Konkurrenz machen kann. Denn YouTube kann seinen Schwachsinn einfach nicht mehr weiter durchziehen. Beziehungsweise sollte es nicht. Und ich meine, jeder von euch, der dieses Video sieht, unterstützt das ja gerade. Denn die Watchtime auf YouTube, das Werbung ansehen, davon lebt YouTube, ja. Und wir unterstützen diesen Rotz indirekt, diese Zensur. Und damit sollte eigentlich Schluss sein. Es ist unglaublich. Also ich meine, es ist gestern auch wirklich, viele haben sich da zu Wort gemeldet, Tanzverbot, viele andere YouTuber, die ich nicht kenne, weil ich mich mit dem Game nicht wirklich beschäftige, weil, na, wissen wir selber, YouTube 80% Nuttensöhne, aber das ist ein anderes Thema. Und die waren auch einfach sprachlos. Es ist unglaublich, wirklich. Es ist verfickt nochmal unglaublich. Was nimmt YouTube sich eigentlich in letzter Zeit raus? Es ist unglaublich. Kanäle werden ohne Vorankündigung, ohne Strikes gelöscht. Und es herrscht einfach eine Zensur. Es ist Zensur. YouTube löscht eigentlich die Kanäle, die sie nicht mehr haben wollen, die in ihren Augen schlecht fürs Unternehmen sind, und dagegen sollte einfach vorgegangen werden. Es sollte sich eigentlich jeder von euch, der dieses Video sieht und etwas gegen die Zensur machen möchte, 5 Minuten Zeit nehmen, den YouTube-Support zu spammen mit 10 Accounts und fragen, was das für Nuttensöhne sind. Ja, also es ist unglaublich, aber eigentlich müssten wir etwas dagegen unternehmen und wir müssten aktiv werden, denn sonst nimmt die Zensur immer heftigere Ausmaße an.